Hallo und grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Skyrim. In der letzten Folge haben wir aus dem früherigen Chef der Diebesgilde Mercer Frey das letzte Leben ausgeprügelt und sie ins Skelettschlüssel zurückgeholt. Der Skelettschlüssel ist nämlich ein Dietrich, der was nie abbricht. Und deswegen hat er es auch geschafft, damit er sich die Schätze von der Diebesgilde unter den Nagel reißen hat können. Und wenn man will, kann man sich den Skelettschlüssel behalten, indem dass man die letzte Quest von der Diebesgilde nicht anschließt. Weil da muss man ihn zurückbringen zum Dämmergrab und wenn man das nicht macht, dann hat man den für immer. Das Einzige, was halt dann ist, dass die letzte Quest von der Diebesgilde offen bleibt. Ich will aber die komplette Questreihe anschließen und deshalb bringe ich mich zurück zum Dämmergrab. Aber ich habe ihn natürlich ausgenutzt, solange ich habe. Ich habe nämlich der Diebesgilde ein bisschen geholfen, um zur alten Stärke zurückzufinden. Weil umso mehr Diebstahlaufträge man macht, umso reicher wird die Diebesgilde dann wieder. Irgendwann kriegt man dann einmal so Spezialaufträge und wenn man die erledigt, kommen neue Händler und Rekruten in die Gilde. Das ist zum Beispiel so ein Spezialauftrag. Der Auftrag besteht aus zwei Teilen. Zunächst gilt es, einen Brief zu stehlen, der aus Einsamkeit abgeschickt wurde. Darin wird die Wache von Weißlauf aufgefordert, nach Arn Ausschau zu halten. Anschließend muss Arns Name im Häftlingsverzeichnis durch den seiner neuen Identität ersetzt werden. Dann bin ich nach Weißlauf in die Drachenfeste gegangen, weil sie dort unsere nächsten Auftragsziele befinden. Als erstes habe ich gleich einmal seinen Namen im Häftlingsverzeichnis geändert. Dann habe ich noch den Brief verschwinden lassen und somit habe ich alles erfüllt, was ich erfüllen habe müssen. Somit habe ich wieder zum Auftraggeber gehen können und er hat berichten, dass wir den Auftrag erfolgreich abgeschlossen haben. Der dankt uns jetzt natürlich für unsere Hilfe und sagt uns, dass wir in Weißlauf jetzt auch wieder ein Standbein haben. Alfred, Kopf des Arn? Nie von ihm gehört. Dann habt ihr wohl eure Arbeit getan. Hier ist euer Lohn. Sagt Delwin, dass er ab jetzt auf meine Unterstützung zählen kann. Und die hat in Weißlauf großes Gewicht. Das hört er sicher gerne. Dann habe ich mich nochmal auf den Weg gemacht und einen Bilanzfälschungsauftrag gemacht für die Gilde. Da muss man bei verschiedenen Händlern einbrechen und im Bilanzbuch die Zahlen zugunsten der Diebesgilde verändern. Wie ich das dann gehabt habe, bin ich dann wieder zurück zur Diebesgilde gereist und habe in Delwin unterwegs Bescheid gegeben, dass ich die Aufträge erfolgreich angeschlossen habe. Weil die ganzen Einbruch- und Diebstahlsaufträge, die kommen alle von der Vex oder vom Delwin. Habt ihr Probleme? Worum geht's? Ulfrieds Dank hat uns bereits erreicht. Offensichtlich wird sein Freund Arn dank seiner brandneuen Identität bald freigelassen. Und noch besser ist, dass er der Diebesgilde die volle Unterstützung des kampfgeborenen Clans zugesagt hat. Keine Probleme. Hier sind und das Schöne daran ist, dass man für jeden erledigten Auftrag ein gutes Geld verdient. Gut, dann braucht ihr jetzt wohl euer Geld. Es ist und da sieht man schon, dass die ersten Händler zurückkommen in die Gilde. Das ist ein Händler, wo man Fernkampfwaffen kaufen kann. Ich habe alle Arten von Waffen für den anspruchsvollen Schützen. Was darf ich euch zeigen? Werft einen Blick. Der nächste ist ein Alchemist. Also dann. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Und der dritte, was da wert da ist, ist ein Schmied. Umsonst den Glutmeister. Was benötigt ihr? Wollt ihr euch schützen? Oder Schaden austeilen. Da kann man dann halt auch Waffen und Rüstungen kaufen. Oder verbessern. Also ich habe schon ziemlich viel erreicht für die Gilde und deshalb wird es Zeit, dass ich den Knochenschlüssel zurückbringe an seinen richtigen Platz. Jetzt tue ich noch die Lydia schnell ausrüsten mit den neuen Waffen und der neuen Rüstung, die was wir haben für sie. Weil wir haben die Fallmeerrüstung und das Schwert vom Mercer mit der Lebensabsaugung. Das gebe ich ihr. Und wie man sieht, tut sie schön brav ausrüsten. Jetzt noch das Schwert und dann habe ich es. Weil das Schwert absorbiert 15 Gesundheitspunkte pro Treffer. Und wenn es sich nicht allzu dämlich ausstellt, kann es im Prinzip gar nicht mehr sterben. Weil die NPCs verbrauchen nämlich keine Ladungen bei den Waffen. Gut, sie hat ihre neue Ausrüstung, ich bin bereit. Das heißt, wir werden uns auf den Weg machen ins Dämmergrab. Ja, mach dir leid, Börschchen.
Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Das mache ich gleich mit der Karte mit der Schnellreisefunktion. Da sind wir beim Thema Grab. Mal schauen, was uns da wieder erwartet. Gehen wir mal rein. Schaut auf jeden Fall höhlenartig aus. Da vorne steht ein Geist, der will mit uns quatschen. Dann werden wir gleich mal anreden. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Dieselbe Frage könnte ich dir auch stellen. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das ganz allein. Der Letzte? Was ist mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Wieso trugst du die Schuld? Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Warte mal, du bist Galus. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich? Ich hab den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel? Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer Frey? Der ist tot. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Ihr habt das für Nocturnal gemacht. Ein sehr edler Gedanke für jemanden in unserem Geschäft. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Kalia hat mir geholfen. Kalia? Sie lebt noch. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Dann nimm den Schlüssel und bring alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Wie kann ein Geist sterben? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Dann wäre ich allein weitermachen müssen. Leider ja. Meine Kräfte schwinden. Und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Welchen Einfluss hat der Schattensee auf uns? Der Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen, sondern einfach durch Glück. Glück ist bedeutungslos. Für das, was wir machen, brauchen wir Können. Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Wie kann das Dinge verändern? Denkt doch einmal an die Gilde.
in welchem Zustand sie war, als ihr kam. Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte. Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen. In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Und jetzt, da der Schatten sich geschlossen ist, ist auch unser Glück am Ende. Exakt. Es gibt nur wenige, die Dr. Nahl noch immer die Glücksdame nennen. Und das aus gutem Grund. Und was stimmt mit den anderen Nachtigallenwächtern nicht? Ich fürchte, die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele, noch ihre einstige Identität. Warum bist du nicht wie die anderen? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grabstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet, wie sie mir langsam entgleitet. Kannst du nicht einfach den Schlüssel nehmen? Was auch immer die Nachtigallwächter beeinflusst, es wirkt nun auch auf mich. Je näher ich dem Schattensee komme, desto stärker entgleitet mir mein Selbst. Sogar in diesem Augenblick fühle ich mich merkwürdig, wo ich doch eigentlich gar nichts fühlen sollte. Was wird mir auf dem Pilgerpfad begegnen? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Okay, dann holen wir sie das Tagebuch. Und zwar liegt da hinten in dem Raum ein Leich und der hat das Tagebuch hergesteckt. Und Dietrich und Gold. Die Kriegsachsen nehmen auch mit. Überlohnt bin ich auch sicher. Ich schmeiß ein paar Drachenknochen und Drachenschuppen weg, weil die haben viel Gewicht. Das Tagebuch schauen wir sich auch gleich an, weil dann haben wir die optionale Quest auch angeschlossen. Gut, dann haben wir da draußen alles erledigt. Gehen wir weiter rein und schauen mal, mit was wir es da drinnen wieder zum Tun kriegen. Da vorne ist schon der Eingang. Schleichen wir sie mal hin. Immer die Augen offen halten, dass wir nicht irgendeinen Fallen auslösen. Machen wir auf und riskieren wir einen Blick. Fallen dürfen wir keine ausgelöst haben. Sonst waren wir schon vergiftet oder hätten Brenner. Das da unten ist ein besserer Nachtigallgeist, den sollten wir aus dem Weg gehen. Deshalb schauen wir da mal rechts um, ob wir dort irgendwas finden. Außer ein paar Tränke und Regenzien ist da nicht wirklich was. Dann schauen wir auf die andere Seite, ob dort irgendwas ist. Da liegt ein großer Seelenstein, den hole ich mir. Links in der Ecke ist aber ein Feind. Muss ich aufpassen, dass der nicht aggro wird. Den habe ich schnell wieder raus. Ich möchte aber noch einen kurzen Blick riskieren, das ist aber gefährlich, weil der schaut genau zu uns. Aber da scheint ja nichts mehr Wichtiges zu sein. Scheiß drauf, gehen wir weiter. Den da unten haben wir eh schon gesehen, da müssen wir sie vorbeischleichen. Dann springen wir einfach da oben und gehen wir hinter ihm vorbei. Passt, bei denen sind wir vorbei.
Da ist ein Druckploten. Da muss ich aufpassen, dass ich den nicht auslöse. Da oben steht schon wieder so ein Geist. Müssen wir auch schauen, dass wir bei denen vorbeikommen. Weil wenn ich die angreife, glaube ich, dass dann Alarm schreien und dass dann alle kommen. Und das will ich nicht. Scheiße, der hat uns bemerkt. Da rechts gibt's aber eher gutes Platzl zum Verstecken. Jetzt warte ich nur kurz, bis ich versteckt bin, dass ich mich wieder viere dran kann. So. Boah, das ist aber schick knapp, oder? Ganz vorsichtig. Scheiße, schon wieder. Verdammt. Muss ich wieder warten, bis ich versteckt bin. Der ist ziemlich gefährlich, der Geist. Ich werde ganz einfach einen Unsichtbarkeitstrank benutzen. Dann kommen wir sicher vorbei. Jetzt können wir da ganz normal vorbeigehen. Passt, den haben wir auch. Nächste Tier. Da ist ein ganz komplett dunkler Raum, bis auf ein paar beleuchtete Stellen. Das ist so ein kleines Rätsel, da müssen wir immer im Schatten bleiben. Sobald wir in die beleuchtete Stelle reinkommen, kriegen wir Schaden. Werd's aber eh gleich sehen. Wir müssen uns also nur mehr auf den dunklen Pfad bewegen. Gehen wir da mal die erste Stiegen auf und haben schon die erste Fallen ausgelöst. Das heißt, wir müssen auf Fallen auch Acht geben. Da ist wieder eine. Ja, da fliegen schon ganz schön viele Pfeile. Also da möchten wir auch nicht unbedingt reinkommen. Immer schön im Dunkeln bleiben. So, da sind wir jetzt auch vorbei. Das heißt, wir können da eh nur mehr gerade hintere. Dann gehen wir mal dort hin. Und da sind schon wieder Stufen rauf. Und da haben wir schon wieder eine Reißleine vor einer Fallen. Oh, bis deppert, das war jetzt schick knapp. Nächste Fallen entschärft. Dann gehen wir da auf in die nächste Etage. Und da haben wir schon wieder ein Stolperdraht. Wieder ein Pfeil fallen. Und die kann uns auch nicht mehr gefährlich werden. Da ist jetzt nur ein schmaler Weg zum Weiterkommen. Ist aber auch kein Problem. Und da oben ist schon die Tür. Gut, dann sind wir durch den ersten Rätselraum durch. Dann öffnet man die Tür und schauen wir, was sich da dahinter wieder befindet. Und da darf im Moment nichts Gröberes sein. Gegner sind hier auch kein. Aber da ist eine Kiste. Da schauen wir auf jeden Fall eine. Gold und ein kleiner Seelenstein. Auch nicht unbedingt die Welt. Da vorne steht eine Statue von der Nocturnal. Die hat sicher auch irgendwas zum Bedeuten. Und ein Leicht zum Plündern liegt auch da. Hat aber nichts Brauchbares eingesteckt. Da vor der Statue liegt ein mächtiger Seelenstein. Ein Seelensteinfragment und ein bisschen Gold. Scheiße, jetzt habe ich den Holzteller aufgenommen, aber ist ja wurscht. So, jetzt müssen wir nur herausfinden, was mit der Statue auf sich hat. Weil das da hinten schaut mir aus, wie wenn da ein Tier aufgegangen hat oder irgendwas. Müssen wir sich ein bisschen umschauen. Weil das ist anscheinend das nächste Rätsel, was wir lösen müssen. Schauen wir vielleicht das. Ah, da schon her, da ist ein Arkaden. Da schalten wir die Fackel aus. Wird wahrscheinlich auf der anderen Seite auch eine sein. Ja, genau. Jetzt ist dunkel, jetzt geht die Tür auf. Alles klar. Gut, dann haben wir das zweite Rätsel gelöst. Dann gehen wir da weiter. Aufpassen, wieder wegen Fallen.
Irgendwie ist da alles ziemlich ruhig. Es ist verdächtig. Da ist schon wieder der nächste Fallen. Das ist wieder so ein Schwert fallen. Da ist ein Tier. Und das schaut mir so aus, wie wenn da in der Mitte drin ein Druckplatten war. Ich glaube, das gesehen da war, wenn wir durch die Tiere einmal durchschauen. Sonst gibt's da nämlich nichts. Da haben wir einen Meisterschloss. Das ist aber kein Problem mit dem Skelettschlüssel, der kann nämlich nicht abbrechen. Na, für das ist er schon gut, muss ich sagen. Na okay, geh auf. Jetzt haben wir's. Da vorhin haben wir schon wieder so einen Geist. Wenn's geht, werden wir den wieder umgehen. Schauen wir mal da oben, ob wir da oben kupfen können. Oder ob da unten auch irgendwas ist. Da drüben steht auch noch so ein Geist. Aber ich glaube, da oben können wir ruhig hupfen. Schauen wir mal. Da haben wir wieder ein paar Tränke und Gifte. Und da ist auch nichts in dem Castle. Was ist das? Nordmed? Nein, das brauche ich nicht. Da steht noch was. Da liegt der Langbogen. Den brauchen wir aber auch nicht, weil der ist scheiße. Und ein Birchel. Ah, Schlösserknacken verbessert. Sehr schön. Schauen wir uns da noch ein bisschen um mit dem Regal. Da liegen noch ein paar Münzen. Die stecke ich gleich. Die Bischelster ist schon wieder unterwegs. Alles was glänzt. Da haben wir noch einen Goldbeutel. Und sonst... Da drüben gibt's auch nichts. Und da haben wir noch einen Rubin. Einen orkischen Dolch, den brauchen wir aber auch nicht, da haben wir schon was Besseres. Da hinten habe ich noch was übersehen. Da steht noch ein Trank. Ein starkes Gift. Und was war das jetzt? Elfenpfeile. Na, den nehme ich auch mit. Aber ich glaube, jetzt haben wir's. Jetzt gehen wir da mal rauf. Schauen wir da hintere und dass wir die irgendwie umgehen können, und die zwei Geister. Da haben wir schon den ersten. Ja, ich nehme einfach wieder einen Unsichtbarkeitstrank. Ist am einfachsten. Habe ich genug, ich habe schon ein paar hergestellt. Bei dem sind wir vorbei. Und da vorne müsste eigentlich der zweite dann warten. Genau. Und wir gehen da gleich hintere. Und da ist der nächste Tier. Was ist da noch? Da ist auch ein Tier, aber ich glaube, das ist die Tier, die was wir gesehen haben von der anderen Seite, wo die Schwert fallen ist. Und da ist ein Holzbalken. Wenn wir durch die Tiergangarten kriegen, hat man den wahrscheinlich auf die Dosen. Los, wir's, gehen wir einfach da durch die hintere Tier. Und jetzt kommen wir in einen neuen Abschnitt. Allerheiligstes. Schaut ziemlich düster aus, oder? Müssen wir uns wieder vorsichtig bewegen, weil bis jetzt war alles voll mit Fallen. Da vorne ist schon wieder ein Tier. Machen wir es auf. Sicherheitshalber Wegerspringer. Falls irgendein Fallen wieder dahinter ist. Aber da ist nichts. Was ist das? Da ist ein tiefes Loch. Okay. Ja, können wir eh nur runterspringen. Überlebe ich das überhaupt? Ja, hat nur ein bisschen Schaden gemacht. Dann durchsuchen wir gleich mal das Skelett, oder? Da haben wir eine Nachricht. Dietrich, Gold und ein Eisendolch der Seelen. Dann lesen wir sie mal die Nachricht durch. Ob wir da irgendeinen Hinweis drin finden, was wir jetzt machen müssen.
Ich fasse es nicht. Da bin ich so weit gereist, habe all diese albernen Rätseln gelöst und alles nur, um hier zu enden. Nachdem ich mir Nystroms Hinweise, die er von Lytheus erfahren hatte, gemerkt hatte, habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Allerdings scheint mir nun das Schicksal einen Streich zu spielen. Ich stecke fest und habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich hier wieder herauskommen soll. Hoffentlich kommt bald jemand, ich bekomme langsam Hunger. Ja, das ist ziemlich blöd. Wir sind zwar jetzt da, aber leider zu spät für ihn. Aber wir wissen jetzt trotzdem nicht, wie wir da weiterkommen. Ja, mal schauen. Raufkommen tue ich da auch nicht mehr. Okay. Irgendwas passiert jetzt da. Jetzt fällt der Boden weg. Okay, und jetzt da? Bringe den Skelettschlüssel zurück zum Schattensee. Ah, da unten gehört einer gesteckt, oder was? Tatsächlich. Böscher, den Octonal. Reden wir mal mit ihr. Es sind einige Jahre vergangen, seit ich einen Fuß in eure Welt gesetzt habe. Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke. Man verliert so leicht den Überblick. Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen. Und ein Champion bringt ihn zur Grabstätte zurück. Nun, da der Schattensee wiederhergestellt wurde, steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob. Ein Tätscheln eures Kopfes, einen Kuss auf eure Wange. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Es geht nur um die Belohnung, den Preis. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euren Tand schon bekommen. Eure Gier nach Macht. Euren Hunger nach Reichtum. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken. Denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Der Eid ist geschworen, die Würfel sind gefallen. Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Lebt wohl. Achtet darauf, dass der Schlüssel diesmal hier bleibt. Weg ist wieder. Sprich mit Kalia. Aha, die steht jetzt auf einmal auch da, okay. Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Zufrieden? Für mich hat sie das gleichgültig angehört. Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig, doch insgeheim ist sie zufrieden. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Was hat's mit dem Agenten von Nocturnal auf sich? Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens, der Halbmond für den Agenten der Täuschung und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Warum kann ich nicht einfach hohle drei sein? Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt, wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Und weiter? Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Und du? Die Gilde hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang. Der Anfang von was?
Nun vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen, und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Wählt euren Weg, dann wird eure Reise... Dann suchen wir unsere Fähigkeit aus. Ich will den Sichelmond nehmen. Den Agent des Schattens. Ich kann die Fähigkeit eh jeden Tag ändern. Da ist schon wieder der Gallus. Gallus! Ich hatte Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Ich hatte Angst, ihr würdet werden wie die anderen. Ohne das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrheitet. Er ehrt uns alle. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling? Nocturnal ruft mich ins ewige Zwielicht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Werde ich euch je wiedersehen? Wenn eure Schuld bei Nocturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, Gallus. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Lebt wohl, Kalia. Weg ist er. Da ist der Halbmond. Und da drüben ist dann der Vollmond wahrscheinlich. Genau. Wo muss ich da jetzt raus? Ah, da. Schauen wir sich aber auch die Kraft an, was wir haben. Schattenmantel von Nocturnal. Beim Schleichen bist du automatisch 120 Sekunden lang unsichtbar. Ja, das ist eine super Fähigkeit. Die Frage ist halt nur, ob das nur einmal funktioniert oder ob das ständig funktioniert, wenn ich die einmal benutze. Werden wir aber rausfinden. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt benutze ich die Fähigkeit einmal. Das war's. Geil. Ja, das funktioniert ständig. Alter, was Besseres gibt's ja fast gar nicht. Geile Fähigkeit, echt. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass ich den Schlüssel zurückgebracht habe. So, jetzt reise ich noch zurück zur Diebesgilde und schau, was der Brynjolf dazu sagt. Ob er uns noch irgendwas gibt oder ob wir da noch irgendwas kriegen oder ob wir jetzt da komplett fertig sind. Werden wir gleich wissen. Ja, das ist echt geil mit den Unsichtbar-Viren. Ich bin noch dabei, alles zu lernen, aber ich werde das schon schaffen. Da ist er eh schon. Was ist los? Es ist schön, euch unversehrt zu sehen, Bürschchen. Ich wollte euch noch einmal für alles, was ihr getan habt, danken. Die Gilde ist wieder auf den Beinen und auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Was ist aus dem Skelettschlüssel geworden? Ich habe ihn mit die Grabstätte zurückgebracht. Es ist vollbracht. Nach all den Jahren, in denen wir den Niedergang der Gilde hilflos mit ansehen mussten. Aber genug davon. Mit euch an der Spitze werden wir bald mehr Gold haben, als wir jemals ausgeben können. Und was wirst du jetzt machen? Ich koordiniere hier unten alles mit Delvin und Vex, damit das Geld fließt. Und keiner sich etwas unter den Nagel reißt. Wenn euch noch nach Aufträgen ist, dürften Delvin und Vex genügend zu vergeben haben. Auf jeden Fall war es mir ein Vergnügen, mein Freund. Auf die Zukunft der Gilde. Möge sie weitere 1000 Jahre bestehen. Na gut, das heißt, wir haben eigentlich die Diebesgilde jetzt komplett abgeschlossen. Wir haben jetzt den höchsten Rang in der Diebesgilde. Wir sind Aufführer. Und das heißt, wir müssen uns in der nächsten Folge dann um was anderes kümmern. Mal schauen, entweder machen wir bei der Hauptstory weiter oder auf das, was in Auer Bock hättet, war halt die dunkle Bruderschaft, dass wir sie mit der in Verbindung setzen. Mal schauen, was kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. War halt schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Halt die Ohren steif
Bis zum nächsten Mal, euer Outcore.